Und damit, hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King Refolded. Refolded ist eine Mod, die Paper Mario The Origami King ein bisschen zurück in Richtung Legende vom Äonentor und Paper Mario 1 schiebt und ein bisschen mehr diesen alten Paper Mario Charme aufbringt. Und ich bin heute ein bisschen zurückgelaufen, damit wir uns den Shop nochmal angucken können, beziehungsweise diesen Kollegen hier eigentlich, der uns Orden oder wie auch immer die hier heißen verkauft. Aber der verkauft uns verschiedene Angriffe. Stärke und Speicher, als hätte mich Eisenstiefel. Sind lecker. Reden wir mal dieser einmal, den haben wir schon. Stärke und Butter, als hätte mich Eisenstiefel, richten viel Schaden an. Wird noch besser wahrscheinlich als Bücher, wenn wir dann hier kaufen. Schwingen einmal seitwärts und verpasse Gegner deine Klatsche. Das klingt auch cool, was das. Stampfe wirbelt auf deinen Gegner rum. Stacheln sind kein Problem für die Bohrer. Okay. Die Stiefel lassen dich auf Gegner überall in der Kampfarena springen. Oh mein Gott, wie soll ich mich hier entscheiden können? Die Bohrerstiefel. Was ist eigentlich diese Tür hier, die ihr nicht seht? Die schwebt so halb in der Luft. Die sieht ein bisschen buggy aus. Oh, Moment mal. Hier steht dir, dass du schon mehr als 5000 Münzen ausgegeben hast. Ein treuer Kunde verdient auf jeden Fall eine krasse Belohnung. Und zwar, Trommelwirbel bitte, deine Rabattkarte. 20% Rabatt. Was ist diese Tür? Oh, da ist der Ordentyp, mit dem ich eigentlich reden wollte. Edelexquisit und extra günstig. Wo sind die ganzen anderen Orden? So KP Plus und so Stuff. Wir haben auch gar kein Geld mehr. Deswegen würde ich sagen, steppen wir zurück zum Ausgangspunkt. Ich schwöre, ich habe nur einen Auerhammer gekauft. Aber what the hell ist das? 1, 2, 3, 4, das sind 5 Auerhämmer. Aber anhand dessen, dass die halt nie kaputt gehen, kann es uns so egal sein, weil die gehen nie kaputt. Deswegen ist es relativ egal. Denn unser eigentliches heutiges Ziel ist der Tempel des Water Pergamentor. Du bist kein Fisch, du bist ein Toad. Ganz genau. Baba, vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Das hier ist doch der Eingang zum Tempel des Wasserpergamentern, oder? Ja, ganz genau, da habe ich auch vorangetreten. Man sagt, dass in diesem Tempel ein gigantischer furchteinflößender Wassergeist hausen soll. Aber die Leute reden ja viel. Baba! Ja, habe ich Bock drauf. Finde ich wunderschön, Geister. Super. Wir haben es gefunden. Der Tempel des Wasserpergamentons. Jetzt können wir endlich das Wasserpergamenton treffen. Das sieht eindeutig wie der Eingang zum Wasserpergamenton-Tempel aus. Aber wie kriegen wir den Tempel des Wasserpergamentons auf? Ich würde sagen, indem wir uns hier draufstellen. Und hier. Oh, jetzt hab ich's, Mario. Man muss bestimmt beide Scheine gleichzeitig drücken. Bobby, how about du stellst dich da mal drüben hin? Moment mal, nein, ich schwebe doch. Ich kann keine Schalter drücken. Luxusprobleme. Stellt euch vor, ihr schwebt und könnt deswegen Schalter nicht drücken. Bobby, du musst dich draufstellen. In Ordnung? Das scheint ganz gut funktioniert zu haben. Toll, geschafft. Jetzt kommen wir in den Tempel hinein. Bobby, kommst du nicht mit in den Tempel? Na, was, ich? Na, natürlich wäre ich gerne in diesem finsteren, bedrohlichen Tempel begleitet. Dass ich zittere, ist nur die Vorfreude. Aber leider bin ich vom vielen Schalterdrücken ziemlich erschöpft. Darum ruhe ich mich hier lieber nochmal etwas aus. Wir können ihn nicht mit reinnehmen. Okay, das kommt ein bisschen unexpected. Bei mir wurde gesagt, dass wir Begleiter irgendwie ziemlich weit mitnehmen können, also durch die Mod, aber keine Ahnung. Tempel des Wasserpergamentern. Hey, sieh nur mal diesen Steindrachen da hinten an. Ist das das Wasserpergamentern? Bobby verpasst wirklich was. Ich mag das blaue Feuer, ich mag die Ästhetik sehr. Ich mag die Ästhetik nicht nur sehr, ich mag die Ästhetik sehr, sehr, sehr. Wir können nur nach hier. Ich würde ganz gern mal einen Gegner... Oh mein Gott, jetzt schon solche Gegner? Wir testen direkt die neuen Items. Wer, oh mein Gott. Das sind Gegner, die eigentlich erst viel später im Spiel drankommen würden. Ich habe 2 Züge. Guys, ich weiß, ich bin komplett lost und dumm. Ja, keine Ahnung. Wir lassen das so. Dann treffen wir... Wobei, wir können ja jetzt... Damit treffen wir nur einen Gegner mit den Megasprungstiefeln? Mit den Multi treffen wir... Mit den Multi treffen wir alle hier? Die Bohrer machen die hier? Okay. Und was macht der Auerhammer? Der macht so. Ja, dann müssen wir ja die hier nehmen. Wir testen einfach mal, wie das funktioniert. Timing ist sehr kritisch hier natürlich. Und vor allen Dingen, es leben auch alle noch. Wichtig, wichtig. Haben wir jetzt... Das heißt aber, wir haben keine Eisenstiefel mehr. Ich kann... Oh, Ausrüstungsmenü. Ich will den neuen ausprobieren, den Mega. Weil ich wissen will, wie viel Damage der macht. Ihr wollt das bestimmt auch wissen. Let's go, wir testen. Mario tritt in Aktion. 25, alles klar, let's go. Er wird auf jeden Fall der Main Character sein. Also ist jetzt erstmal grundsätzlich bloß eine ganz spontane Idee. Aber wie wäre es damit, wenn wir einen Pilz schlucken? Du hast ja einen wertvollen Schnipselfaden für meine Rettung eingesetzt. Übrigens, Schnitzel, die nehmen ein grundloses Loch für ein Verschwinden. Ich mach dir keine Sorgen, Baba! Ja, ganz genau. Wir können uns jetzt hier hinstellen und die ganze Zeit Schnipse werfen. Und das wäre gar nicht so schlimm. Schlimm ist nur, dass ich fast keine Leben mehr habe und ich Angst habe, auf den nächsten Gegner zu treffen. Oh, ja.
Damit meine ich zum Beispiel Krabben. Niam, niam, niam. Ein Pilz. Coins haben wir nötig. Ah, ich will nicht gegen die kämpfen, aber wegen den Coins muss ich's. Ja, komm, let's go rein da. Okay, let's go. Das ist tatsächlich, kämpfen fühlt sich hier wieder ein bisschen mehr rewarding an als früher. Einfach because, weil es jetzt für die Coins echt krassen Stuff zu kaufen gibt. Und das finde ich cool. Na, ach komm. Scharenschlacht? Alles klar. Lass uns doch mal die Bohrstiefel testen, weil die hatten wir noch nicht. Dann können wir mal gucken, was die genau bringen. Oh, die machen richtig guten Damage. Ja, die leben halt noch. Ist nicht gut, gell? Egal. Wir haben sogar wieder ein bisschen Heilung bekommen. Ist gut. War aber ein sehr langer Kampf. Oh, ich erinnere mich hier dran. aber uns fehlt hier noch eine Platte. Was soll das denn sein? Wahrscheinlich muss man da irgendwo etwas anderes reinstecken. Und dann mit noch etwas anderes machen. Aber ich weiß nicht, wo man anfangen soll. Wir sollten diesen Typen hier fangen. Oh, heute geht's mir nicht gut, Guys. Es tut mir leid. Denn ich weiß, irgendeiner hat diese wunderbar leckeres, genau das hier. Da oben ist ein Block. Seht ihr den? Wie kommt man da hin? Komm. Bam. Let's go. So muss das. Kanalkachel. Was ist das wohl für ein Ding? Sind wir nicht deswegen hierher gekommen? Naja, ich würde sagen, wir steppen weiter und werden jetzt von nichts mehr getroffen, bitte. Das wäre echt cool. Die Kämpfe sind zwar auf jeden Fall rewarding durch das Geld, was wir bekommen, was auch wichtig ist, aber sie sind halt nicht rewarding. Einfach because sie dauern halt Ewigkeiten. So, wir haben jetzt dieses Stück. Und jetzt können wir, also, das haben wir ja vorher schon gelöst. Runter, links, hoch. Dankeschön. Links, runter, rechts, hoch und da einsetzen. Easy. Gar keinen Stress. Haben wir. Dauert eine ganz schöne Weile. Ich habe das schneller gelöst. Ich bin ja Profi. Und da kommt auch schon Wasser. Ich finde, das Wasser sieht echt schön aus, dieses Papierwasser. Ich mag das. Geschafft! Sieh nur die ganzen Wasser an! Wo? Das ganze Wasser an, genau. Wo das wohl hinfließt? Boah, ich habe in letzter Zeit immer, wenn ich einen Satz anfange, immer stotter ich so ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Früher habe ich das immer gemacht, wenn irgendwie um besondere Sachen zu betonen. Und mittlerweile keine Ahnung, warum ich das mache. Ist halt so ein Take von mir. Oh, ho, ho, ho. Er hat doch nur auf mich gewartet. So, hier war doch auch noch einer. Nee, ah, den haben wir bekämpft. Stimmt. So, wir steppen hier hin. Was gibt's hier? Komm, gib mir was Leckeres. Genau, da fließt das Wasser jetzt rein. Das ist doch schön. Oh, das fließt sogar runter. Ah, und das ist eine Treppe, wo wir rein müssen. Ich erinnere mich. Da ist ein Blooper. Die sind viel zu stark. Die kommen eigentlich erst, ich glaube, nach diesem Wasserpergamenton-Kapitel dran. So ein, zwei Kapitel später. Oh, das Maul des Wasserpergamentons steht halb offen. Jetzt sieht das Ganze überrascht aus, oder? Vielleicht, weil wir das super schwere Kachelrätsel gelöst haben. Also super schwer vernichtet jetzt eigentlich nicht. Aber ist ja nicht weiter schlimm. So, jetzt müssen wir warten, bis er uns hier die Tür öffnet. Bitte komm, lass mich durch direkt. Ja. Ein Flap-Flap, der in der Luft schwebt. Why denn auch not? Also die Gegner werden abnormal schwer. Ich musste jetzt dreimal oder viermal auf die drauf springen, bis sie überhaupt down waren. Das war echt krass. Das war, also, wow. Ich dachte, das sind halt normale Flappen und wir müssen jetzt wieder gegen so einen Blooper kämpfen. Da hinten. Seht ihr den roten Block? Roter Block ist immer ein neues, viel zu krasses, overpoweredes Item. Erstmal nehmen wir die Kiste mit. Ich will dahin. Gastronomie-Kühlschrank. Ja, was will ich damit? Also, ich finde die Schatz-Minis komplett dumm. So, zweimal einen exzellenten Bebenhammer auf alle vier und die waren down. Das Ding ist, da sind ultra viele Flap-Flaps. Und um die kümmere ich mich jetzt. So viel zu, ich kümmere um mich die jetzt. Die sind einfach, die kommen einfach gar nicht mehr. Oh. Die Powerspuckstiefel, stärker und stylischer als herkömmliche Eisenstiefel. Waren das nicht die, die wir auch hätten kaufen können? Wir testen die gleich mal. Und ich hoffe, wir hätten die alle auch normal bekommen können und nicht kaufen. Was gibt's hier? Ziemlich viele Coins. Nee, gegen euch will ich nicht kämpfen. Ich hole mir noch den Toad hier, wenn's genehm ist. Da hinten ist was drin. Das sehe ich doch. Baba, du bist meine Rettung. Zum Glück hast du mich bemerkt. Ich dachte schon, ich müsste meine Tage als Fensterdeko diesem nass-kalt vergessenen Tempel zubringen. Baba! What the hell? Einfach ein KP Plus? Das macht uns sogar stärker im Angriff. Wie random. Das hätte man so hardcore verpassen können. Ah, alles Klärchen. Finde ich gut.
Waren hier nicht... Hier waren doch unsichtbare Blöcke. Boah, ich bin so krass, Guys. Hättet ihr euch daran erinnern? Da geht's nicht, hier ist in jedem Block was drinne. Kein Platz für weitere Items? Oh ja. Oh, oh, ho, ho, ho. Wir usen gleich mal ein paar Items im Kampf. Nee, weiter geht nicht. Ja, dann rein hier. Was gibt's hier? Hier habe ich nämlich was gesehen hier hinten. Öffnen? Nur eine Kiste. Kann ich das von der Statue, also von dem Podest runterreißen und benutzen? Wäre echt cool. Schade, dass wir den nicht mittaken können. Egal. Ich muss auf jeden Fall mehr probieren. So, und jetzt wieder, wie... Ah, ich würde ganz gerne das Loch stopfen. Dann wie gerade eben einfach durchrennen. Ja, hat nicht funktioniert. Okay. Okay, Guys, der Powersprung ist wieder eine schwächere Version von unserem Megasprung. Deswegen werde ich den erstmal nicht usen, weil... Ihr seht, da ist ein bisschen mehr als nur ein Gegner auf dem Feld. Imagine, schaut euch meine Leben an. Wir werden hier auf jeden Fall gut geheilt. Aber oh mein Gott, das war der schwerste Kampf, den wir bisher hatten. Holy cow. Holy cow, war der schwer. Uff, jede Flap-Flap-Reihe hat dreimal einen exzellenten Sprung gebraucht. Ehe sie als defeated galt. Huh. Es ist unfassbar. Hat Spaß gemacht. Das Ding ist, es macht halt Spaß, weil es halt nicht immer... Oh, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Weil es halt nicht immer derselbe langweilige Brei ist. Wisst ihr, was ich meine? Das macht es irgendwie cooler. Jetzt möchte ich aber schon auch wissen, was es mir bringt, hier hinzuspringen. Eine Kiste nur, okay. Aber nehmen wir mit, ein Powblock. Ja. Hast der jetzt auch nicht ins Inventar? Schade. Aber wir haben 100%, das ist schön. Dankeschön. Na, Jump'n'Run, also das Spiel ist nicht für Jump'n'Run ausgelegt. Hier jetzt 1000 Coins, schade. Eine Feuerblume, nehme ich aber trotzdem mit, so. Eine Feuerblume kann halt wirklich nie schaden. Okay. Da ist noch ein Loch. Können wir auch noch stopfen. Ja, und einen Powerblock können wir nicht mitnehmen. Cool, danke. Dafür können wir jetzt aber hier hin steppen und... Das sieht anders aus. Noch eine Statue des Wasserpergaments und die spuckt ja eine ganze Menge Wasser. Bin mir nicht sicher, ob ich davon Durst bekommen soll oder nicht, aber beeindruckend ist es auf jeden Fall. Naja, als Wasserpergamenter muss man wohl eine Vorliebe für Wasser haben, oder? Ich denke schon. Was musste man hier machen? Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Bitte nicht. Flap-Flaps schlimmste Gegner, die es gibt in Game. For real. Kann ich hier was mit dem Hammer machen? Da muss Wasser drunter fließen. Hier war doch ein Gegner. Noch ein Stück, komm. Okay, er läuft nicht so. Sieht er mich? Nee. Guck mal, der läuft auf einem vorgefertigten Weg. Das ist sehr schön. Da können wir nämlich schön an ihm vorbei und... Was tun wir? Was passiert jetzt? Weil wir den Mund zugemacht haben, kommt's aus den Augen. Hä, wie cool ist das denn? Ich feiere die Idee ja mal ultra. Das Ding ist... Was ist da rechts? Warum kann ich nach hier rechts? Oh, ich muss es auschecken, Guys. Wir checken es aus. Oh, ein Pilz. Let's go. Also, wenn es jetzt nicht das Ultra-Secret gibt, dann heul ich ja. Nein. Ah, für einen Toad. Okay. Das finde ich jetzt wieder okay. Weiter geht's hier auch gar nicht. Okay. So, auf den Toad drauf. Nehmen wir hämmern. Geht einfacher. Papa! Das Peinlichste an der Sache mit der Fensterdeko war, dass mir sehr wohl bewusst war, wie wenig ich zur Einrichtung passe. Papa! Wir haben alle Toads? Let's go. Dafür kann man doch mal ein Like lassen. Guys, bitte lasst ein Like da. Ey, ich bin jetzt schon hier an der dritten Folge am Aufnehmen, ohne dass die erste überhaupt online ist. Ich hoffe, euch gefällt das soweit. Uns fehlt doch schon wieder so ein Dings zum Hämmern. Nein, bitte sagt mir nicht, es geht hier hinten wieder zum Kämpfen. Och, bitte nicht. Oh, es sieht aber sehr schön aus hier. Und jetzt sind wir hier. Und was hat uns das gebracht? Irgendwie gar nichts. Ah, man kann hier runterhüpfen und dann geht's hier rein und dann wohin? Da gibt's das Stück. Wunderbar. Let's go. Kanalkarre 2.0.
Wunderbar. Und wie es an der Stelle weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Guys, bitte lasst auf jeden Fall ein Abo da. Das würde mich so unfassbar freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.